und zur Optik und Fnatic hier auf dem Server bringen. Individuell Fnatic gezeigt auf Nuke, dass sie aus jeder Situation nochmal Gold machen können. Das taktisch auch sehr, sehr gut gespielt. Jetzt heißt sie auf das 2 vom Aiming her zu überzeugen. Mal gucken, ob das hier funktioniert. Auf jeden Fall ein schneller Push in die Mitte. Jo, darauf hat man überhaupt keine Antwort gehabt. Da hat Crimps einfach locker, flockig, super trockenen Kill bekommen. Aber das war's auch schon. Schnell kann man das Ganze aufhalten und auch hier bei Optik wieder die Handbremse ziehen. Erstmal bei Fnatic. So, also auf Staub 2 geht's natürlich immer gut zur Sache, wenn es ums Aiming geht. So, und JW geht ausschließlich. Das Timing könnte extrem beschissen dafür sein. Ja, GG, der kommt nochmal um die Ecke. Zwei Leute stehen da. Einen kriegt er, zweiten aber nicht. Also, da auch wieder instant eine Antwort, nachdem Fnatic ausschließen gehen wollte. Also, das sieht gut aus. Gucken wir mal, wie weit sie hier drauf kommen. Zack, erster Kill fällt. Nico dann noch mit der Antwort. Das ist jetzt halt dieses Refract-Verhalten, was halt Fnatic immer wieder einen Mann im Nachteil lässt. So, ein Spieler gesehen, am zweiten muss er vorbei, der steht am K und da kann Config zuschlagen. Also die Runde geht an die Jungs von Optik. Und kleiner Fun Fact: in diesem BO3 ist das die vierte Pistole, die man für sich entscheiden kann. Also laut Pistol-Statistik haben wir 4 Stück für die Jungs von Optik und eine für Fnatic. So, heißt hier nochmal mit Scouts gegenzuarbeiten, ist nämlich jetzt der Force bei. So, Prolan der einzige Spieler, der ein bisschen proaktiver das Ganze aufzieht. Config kriegt dafür den Kill vor B und damit kann man das Tempo jetzt auch anziehen. Mit 3 oder 4 Leuten sogar auf den Spot drauflatschen. So, X ist immer wieder mit der Möglichkeit. Dürfen auch nicht vergessen, die Scout kann ein sehr gefährlicher Wegbegleiter sein für die CT-Seite. So, und wenn sie dann irgendwo durchbrechen und das Ganze verlieren, dann kann man die ganzen... ja, Sachen auch nochmal in der nächsten Runde einsetzen. Das ist halt der Vorteil auf das 2. Dass du halt versuchst, einen Spot zu verteidigen, vielleicht mit der Scout ein bisschen Schaden machst. Sollte man den B-Spot verlieren, wie in dem Beispiel, kann man halt wieder hingehen und sagen, okay, lass uns einfach die Waffen durchbringen und sagen, naja gut, dann nehmen wir das Zeug halt mit in die nächste Runde und versuchen es nochmal zu spielen. Also hat alles Vor- und Nachteile, natürlich ein sehr teures Investment. Aber du willst natürlich auf das 2 gegebenenfalls individuell überzeugen, vielleicht auch ein bisschen Schaden setzen direkt von Anfang an. Natürlich auch zeigen, okay, wir können genauso zurückschießen. So, und damit ist das hier erstmal das 2:0. Können auch sehr schnell das 3:0 werden. Es ist ja viel, viel Schaden, der in der letzten Runde noch ins Land gegangen ist. Hier wird es auch nicht sehr viel für die Jungs von Fnatic zu holen geben. Also, das sieht auf jeden Fall erstmal not very gut aus für Fnatic. In dieser laufenden Partie in den ersten 3 Runden. Also, es geht los. Wir haben jetzt natürlich den Start der Partie. Den Fnatic die Pistol Round verloren hat, geht man nochmal den Force bei, scheitert damit. So, und jetzt geht's erst richtig los. Also, wir haben jetzt eine Partie, jetzt haben wir Fnatic im ersten bei und jetzt haben wir natürlich auch Equipment, das gegengekauft werden kann. So, mal gucken, wie weit sie da damit arbeiten können, ne? Also, Standardaufbau, einer Richtung B, einer in der Mitte, erstmal ein bisschen Kontrolle Richtung lang. So Optik Gaming, wie man das halt so kennt, entweder Kurz- oder Langkontrolle. Sie entscheiden sich in dem Fall erstmal für Kurz und stellen einen eher etwas defensive Richtung lang ab. Dafür sucht MSL in der Mitte, puh, auatsch, richtig aua, der tat weh.
dafür, dass der Kill in der Mitte gesetzt ist, sucht man jetzt nochmal eine neue Position, wo man anspielen möchte. Das Ding ist halt, Fnatic macht jetzt hier einfach ein 2-2-Setup. So, stellt Twist an die kleine Rampe ab. Und Exist muss sich halt um den Spot Richtung Lang kümmern. Interessant immer, dass der Inge... Also meistens übernehmen die Inge-Leader immer die Position Richtung Lang. Nur kleiner Fun-Fact. So nebenbei, Clave zum Beispiel, der benutzt auch die Position Richtung Lang. Auch Kerrigan spielt die Position Richtung Lang. So, aber wie gesagt, nur ein kleiner Fun-Fact. Es geht auf jeden Fall Richtung Spot drauf. Die AWP aimt nur an der Kante ab. Die Flashbang ideal geschmissen, also da brennt nichts für Optic Gaming an. Das war sauber runtergespielt von Anfang bis Ende. Bombe kann dadurch auch Richtung Lang geplantet werden. Da lässt sich Twist einfach komplett von der Flashbang da vernaschen. Null zu vier. Dann schauen wir mal, was hier möglich ist. So, JW mit Nummer 1. Also diesmal ein bisschen offensiver unterwegs. Vielleicht ein bisschen zu offensiv beim zweiten Mal. Also da kann Nico direkt instant auf den Kill nachgehen. Auch Richtung Lang scheitert es erstmal hier. Das heißt, Optik versucht das Tempo aus dem Wegfall davon kurz noch ein bisschen anzuziehen. Und wir sehen, das ist nur ein Force-Buy. Und der geht komplett nach hinten los. Das ist jetzt nicht so fein gelöst von Optik in der Runde. So, nochmal der Versuch, aber da steht Exist mit der AWP bereit. Also, solide. Doppel-AWP kann man mitnehmen, da freut man sich. Da wird man wahrscheinlich auch eine Flasche Champagner aufmachen. Weil das ist ein guter Umschwung. Boah, der Admin guckt aber böse von der ESL. Wen will der denn umbringen? Böser Mann. Pfui, pfui. Nicht so böse gucken. Counter-Strike ist eine Leidenschaft. Das muss man leben und genießen. Jeden Moment, wo man auf der Bühne steht. Aber er hat wahrscheinlich auch den besten Lehrer. Und zwar Jens Kessel. Der guckt auch immer so böse auf der Bühne. Da hat er wohl das beste Beispiel sich genommen, ne? Versuch von Config, der geht hier erstmal noch gut. Ja, die Granate, die macht nochmal ordentlich Schaden. So, Flashbang in die Mitte, Config wird nach vorne geschickt. Raum soll eingenommen werden, Richtung Mitte und den bekommt man auch erstmal. So, die Smoke findet erstmal weitere Einblicke für die Damen und Herren von Optik in diesem 4 gegen 4. So, die Frage ist, wo sucht jetzt das Team von Optik die Lücke? So, geht langsam nach vorne. Exist wartet da an der Kante. Die Flashbang könnte hier Exist nochmal nach vorne schicken. Ah, da versucht man vor der Flashbang so rumzuziehen. Nicht perfekt gelöst. Überraschen kann man den Gegner trotzdem. Ja, warum wird der Sound dann immer leiser und lauter? So, muss ich kurz mal nachjustieren. Pardon. So. Also, Config. Jetzt muss der Sound auch wieder passen. 2 gegen 2 Situation. So, JW. Ja, und dann ist es Optik, die Runde echt noch gewinnen. Ah, das gibt's doch nicht. So ein nice Vorteil.
und dann doch nichts draus gemacht. Also, sehr schön. Optik kann sich freuen. Optik kann das Momentum weiter oben halten. So, 1-5. Schöner Anschuss. Nochmal von Twist. Aber trotzdem, man kommt hier beim Tempowechsel gut auf den Baseboard drauf. Und Nico hilft in der Mitte aus. Fnatic wird gerade zumindest von so einem T-Momentum ein bisschen in die Wand gespielt. Oh, nette Stelle von Config. Und nochmal einen hinterher. Zusammen mit Snappy. Schnell die Mitte eingenommen. Schnell einen A-Split, schnell einen B-Split draus gemacht. Und schon hat man Fnatic wieder mit dem Rücken gegen die Wand hier stehen. Da bleibt nichts weiteres übrig, als zu safen. So. Das ganze Spektakel geht natürlich hier noch ganze 3 Tage in dieser Gruppenphase. Morgen ist der gute Venom am Start. Am Donnerstag bin ich wieder am Start. Also wir wechseln uns da ab. Am Freitag ist gar nichts. Und am Samstag seid ihr vorbereitet. Am Samstag gibt es die 99 Damage Offline Finals. Die ersten, die wir haben. Bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich freue mich. Wird cool. Könnt ihr auch einschalten. Schreibt euch auf jeden Fall schon mal einen Terminkalender. Aber auch am morgigen Tag. Und am Donnerstag gibt es mehr als genug Counter-Strike. Nächste Woche geht es dann in Gruppe B. Da ist dann, ja, für den Big Clan das Endgame. So, baut es hier Richtung Kurz auf. Es sind natürlich nur ein paar Pistolen bei Fnatic. Man geht nochmal in die Sparrunde. So, und Optik nutzt das hier erstmal für ihren Vorteil. So, nimmt den Raum hier auch ohne größere Probleme ein Richtung lang. Da kommt direkt ein Molotow gegengeflogen. Man versucht mit Equipment zu arbeiten. Snappy kümmert sich als Backstepper um die Mitte, dass man da über kurz keinen Druck aufbauen kann und gegebenenfalls auch direkt die Rotation von B abcutten kann. Snappy übertreibt sie aber nicht, der weiß ganz genau, okay, viel Geld haben die nicht. Und er hat 2 Leute in der Mitte gesehen. Einen unten an der Tür, einen oben Richtung Kurz. Und das heißt natürlich jetzt für Optic Gaming kann es hier mit etwas mehr Druck nach vorne Richtung A gehen. Da lässt man aber nichts anbrennen. Die Flashbang ist nochmal ganz gut, weil er kann Exist eingreifen. Crims muss unglaublich viel Schaden fressen, der ist gefallen. Und am Ende ist es nur noch Exist und der wartet hinter der Smoke und das Ding ist vorbei. Also von daher die Runde entschieden. Also, da kein Problem für Optic Gaming, die Runde gegen die paar Waffen auszuspielen. Damit das 1-7. Also, das Brazil Never Forget ist am Start. Yeah. So, und es geht erstmal wieder Richtung lang nach vorne. So, Config über kurz. Also, sie können hier echt auf der T-Seite ordentlich nach vorne gehen und ordentlich nach vorne legen. Bisher gibt es hier nicht viel für Fnatic zu holen. Die werden immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgesetzt. Und was das größte Problem von Fnatic ist gerade, dass sie halt, wenn es Richtung Spot geht, meistens die Duelle nicht gewinnen können. Ja, und das ist natürlich bitter. So, und damit kann man nur noch safen.
die Runde vorbei. Also, Fnatic wieder mit einem sehr, sehr schwierigen Start. Optik baut sich hier ein sensationell großartiges Momentum auf. Fielen sich ordentlich nach oben. So, sind wieder vier Leute, die durchkommen. Wir sehen zum Geld. Das sieht mehr als solide aus. Da geht doch nicht mal großartig jagen. So, auch MSL und Config. Beide die Taktgeber, die die Runde hier eigentlich fast im Alleingang entscheiden. Tja, und damit haben wir die Pause. Und das ist die taktische von Fnatic. Tja! 8-1. Das ist natürlich ein Ergebnis, was ich sehen lassen kann. Also, bisher haben wir noch keine spannende Partie. Also dieses 8-1, meiner Meinung nach auch verdient für Optik. Sie machen das schnell, sie machen das gut und sie machen das auch effizient. Und das wird am Ende hier auch auf jeden Fall belohnt. Es ist zurzeit besser als das, was uns Fnatic präsentiert. Und dann hat Fnatic auch in vielen Runden einfach nicht das Geld beziehungsweise das Equipment, um dagegen die Jungs von Optik gegenzuhalten. Die wieder versuchen, das Tempo anzuziehen und das gegen, ja, die Sparrunde. So, da steht man bereit. Keine Chance, da irgendwas zu machen. Da hat MSL das wunderbar auf dem Schirm. So, der versucht diesmal Richtung B zu stacken mit drei Leuten. Der soll es sein. Und Grimms alleine Richtung A arbeiten zu lassen. So, die wissen jetzt ganz genau, okay, der Spieler unten hat keine Waffe gehabt in der Mitte. Heißt auch, dass der Gegner nicht investiert hat. Und das heißt für sie, lange Distanz, vielleicht genau das, was sie brauchen, um die Runde zu holen. So, jetzt steht man hier nochmal Kante bereit. Grimms wurde gesehen. Und er wird einfach nur sowas von kaputt geflasht da Richtung lang. Also Rotation kommt hier nochmal zügig zustande. Aber hier lässt auch Optik nichts dem Zufall entgegenwirken. Also da wird auch direkt geprefired. Molotovs kommen gut rein. Das ist sauberes Spiel von Optik. Was wirklich hier komplett aus einem Guss gerade entstanden ist. Da weiß jeder ganz genau, was er macht und was der natürlich der Mitspieler hier anstellt. Plus, dass Config halt über kurz reinkommt. Also kriegt den Support und macht da sein 4K möglich. Ja, easy Runde, oder? Pardon, Richtung lang. Ja. Na, das sieht doch gut aus. Schöne Runde von Config. Und damit 9-1 für Optik. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall bisher eine Halbzeit, so wie sich Optik das gerne vorstellt. Weil wenn du auf der T-Seite dir so ein gutes Momentum aufbauen kannst, das kann das ein riesen Vorteil sein. So, jetzt soll es von Fnatic mal etwas offensiver nach vorne gehen. Aber auch hier findet man schnell wieder die Antworten. Zumindest diesmal eine 3-gegen-3-Situation. Klar, man holt den Raum Richtung Mitte oder man versucht es zumindest, verliert ihn aber trotzdem irgendwie. Also gefühlt geht Fnatic hier natürlich als Verlierer raus. Besonders weil es halt... Oh Gott, Nico hat sich selbst getötet. Okay, sie gehen als Gewinner aus der Situation heraus. Na, da waren so wenig HP. Weiß jetzt auch nicht, wo er gestorben ist. Er wird nochmal reingeschrieben. GGWP oder sowas. So, auf jeden Fall Optik im Nachteil. Und sie wollen es über lang ausspielen. Refresh. Nochmal in der AWP. So, und Fnatic geht da kein Risiko ein. Sie wollen sie jetzt nicht irgendwie einzeln irgendwo rausfischen lassen, sondern lassen halt einfach den A-Spot komplett auf. Decken Richtung Mitte, decken Richtung kurz und übertreiben es dann ja auch nicht. So, jetzt kann der Spieler hier nochmal eingreifen. Da kommt nochmal ein Molotov plus eine Nade an die Headshot-Schräge. Die macht aber keinen Schaden. JW ist schnell genug da. Und könnte hier mit einer Flashbang sogar einfach rotzenfrech unten rauspushen. So, er wartet aber ab. Er hat Angst, dass er da angeaimt wird. Twist auf jeden Fall mit einem guten Winkel. Und damit ist nur noch Refresh. Ist das hier die zweite Runde für die Jungs von Fnatic. 19 Sekunden. Die Bombe liegt Richtung Side. Er weiß, dass Twist da mit der AWP Richtung kurz wartet. So, wie weit hat sich der zweite Spieler, Prollander, verraten? So, Refresh sucht auf jeden Fall.
So Richtung Kurz kann er nicht wirklich das Duell suchen, zieht aber da den Arm gut gemacht und jetzt ist es nur noch Pollard. So, auf die CZ gewechselt, sieht den Spieler, versucht auf Zeit zu spielen, einfach die CZ auszunutzen, am Schluss ist er klatscht, es ist 3 gegen 1 Situation für Refrage. Also, er gewinnt es und das 10:1, stark gespielt. Was eine bittere Runde für Fnatic. Eigentlich so confident runtergespielt, so koordiniert. Und am Ende doch einzeln die Frags zugelassen. Das war stark, das war sehr, sehr stark. Twist wartet halt, bis Brolan da ist. Ja, und dann klappt's nicht. GGWP. Also das 1:10 für Optic Gaming ist natürlich sehr, sehr willkommen in diesem BO3, wenn du dich halt so absetzen kannst auf der alles entscheidenden Map, ist das Gold wert. So, und Fnatic läuft immer wieder dem Geld hinterher. So, mal gucken, was sie hier machen können. Fragen über Fragen. Kommen sie hier mit ein paar Smokes, mit denen sie auch delayen können und CZs und Deagles und ein bisschen Kevlar, kommen sie hier nochmal so weit in den Genuss, in der Runde irgendwas an so kritischem Schaden anzurichten, dass sie Optik nochmal auf die falsche Spur bekommen. Weil zurzeit sieht es nicht so aus. Wir haben 12, wir sind jetzt 12. regulären Runde. Guckt euch das Geld an bei Optik. Das sieht mehr als gut aus. Das sieht sensationell aus. Das heißt, Optik könnte theoretisch fast in jeder Runde hier durchkaufen. So, Twist kommt nochmal an die AK ran. So, das Timing könnte nicht besser sein, über die Mitte hier auszuhelfen. Dann ist es so ein Klassiker, der die Runde kostet. Twist versucht, den Rücken reinzufallen. Da bricht jetzt alles hier zusammen. Das ist nur ein Refresh im 5 gegen 1. Findet den ersten, sucht den zweiten. Er weiß, dass er Richtung Spots steht. Nach hinten. An den hat er auf jeden Fall gehört. Das ist Twist. So, er sucht den Kill. Ja. Ja, Kevlar haben sie. Schwierig für Refresh das Ganze zu klatschen. Hat er aber eben schon geschafft. Oh, die Granate ging vorbei. Jo, aber trotzdem, das war's. Also Crims mit der AWP. Er legt das. Ja, wichtige Runde. Fnatic. Mit so einer Runde können sie natürlich wunderbar zurückschlagen. Nur, ich hatte es am Anfang erwähnt, Optic Gaming kann ja, 2 Runden Minimum noch kaufen, wenn nicht sogar 3 Runden. Geld sieht sehr, sehr gut aus. So, und trotzdem 10 Runden, das ist alles nur noch Luxus, was Optik sich hier ergattern kann. Schwierig, 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 schwierig für Fnatic. Auch wenn die Runde so ein kleiner Hoffnungsschimmer war, in diese Partie nochmal hineinzukommen. Jetzt trotzdem sehr, sehr schwierig. Erstmal der Aufbau wieder Richtung Lang. So, nochmal ein bisschen Zeit rausholen. Die Smoke kommt natürlich perfekt. So, Tempowechsel ist aber da, plus die Flashbang. Also die Flashbang Richtung Lang hat Fnatic die ganze Zeit sowas von unter Kontrolle. Und dann die zweite Flashbang hinterher. Twist wieder blind. Twist hält aber weiter in den Winkel. So, da wartet eine halbe Armee vor ihm. Refresh kommt diesmal über kurz, aber sie können es hier unter Kontrolle bringen. So, Twist nochmal mit der Aktion. Hält den Raum auf, wird aber Nico hier einen feuchten Furz interessieren. So, das ist trotzdem eine Gap. Und dann ist es JW über die Flanke. Über die Flanke. Über die Flanke. Über die Flank. Nein, und das geht bei Fnatic ja wunderbar auf.
Ja, und dann war es das. 3 zu 10. Runde entschieden. Und Fnatic weiterhin am Leben. So, 3 zu 10. Also aus diesem sehr verkorksten Start für Fnatic könnte man echt noch was rausholen. Und zwar, man könnte wirklich nochmal eine 10 zu 5 Hälfte hier aufs Konto bringen. Also in 5 Runden sieht es dann gar nicht mehr so schlecht aus. Mit denen kann man auf jeden Fall arbeiten, wenn man auf der T-Seite den richtigen Punkt findet, wo man zuschlagen kann. Und am besten die Pistol Round gewinnt. Das wird wahrscheinlich das A und O sein. Ja, die sahen aber heute für Optik schon mal ganz gut aus, die Pistol Rounds. Wie gesagt, man hat bisher nur eine verloren. Das spricht natürlich immer so ein bisschen, ja, für einen kleinen Vorteil. So, jetzt geht's hier nochmal nach vorne. Oh ja, ja, das war der Anschuss. Also Twist kommt hier nochmal in die Ecke, aber die Flashbang wieder zu gut. Da muss man einfach sagen, Optik schmeißt die Flashbangs ziemlich effizient. Wie oft da einer von den Spielern in diesem Off-Angle dann auch blind ist. Riesen Vorteil. Und diesmal ist es die 1 gegen 1 Situation. Also, das Duell Richtung Lang. Letzter Spieler ist bekannt. Er wird in den letzten 37 Sekunden nochmal versuchen, Richtung B-Spot zu kommen. So, nochmal alles mitnehmen, was so auf dem Weg herumliegt. So, damit kann die Bombe geblendet werden. Natürlich der B-Spot etwas schwieriger einzunehmen als zum Beispiel der A-Spot. So, möchte das existieren nochmal versuchen, der Ingame-Leader der Schweden. Schwierig für ihn. Eine Flashbang hat er auf jeden Fall noch. Damit könnte Nico unter Druck gesetzt werden. So, Exist möchte natürlich seine Position nicht verraten. Nico hält einfach nur den Winkel. Es könnte genau die richtige Entscheidung sein und so wird es aussehen. Wichtige Runde für Optik. Auch wenn sie verdammt knapp war. Hätten sie selbst die Runde verloren, hätten sie doch mal Geld gehabt, um zu kaufen. Und das macht es halt auch auf der CT-Seite so schwierig. Wenn der Gegner halt in den Runden davor so viel Geld gefarmt hat, dann hast du manchmal echt nicht die besten Karten gezogen. So, nächster Ball, letzter Ball. Wir gehen in Runde 15, 3 zu 11. MSL, was ein Affenzahn, der vorliegt, um über die Mitte zu spielen. Also der Tempowechsel könnte hier gut funktionieren. Refrag kommt rein von Config. Und damit ist man wieder durch Richtung B. Der Tempowechsel ideal hier gelaufen. Und für Fnatic keine gute Partie bisher. Absolut nicht. Retake auch kaum Granaten über. Ein paar Flashbangs und sie müssen halt Richtung CT gemeinsam irgendwie rauskommen. So, der erste Spieler ist gecallt. Zwei müssten auf jeden Fall bekannt sein. So, wie weit kommen sie nochmal Richtung Spot drauf? Was haben sie noch an Granaten? Sie haben noch Molotovs, sie haben drei Flashbangs, sie müssen sich aber beeilen. Müssen irgendwie an den drei, vier Spielern von Optic Gaming vorbeikommen. Es geht auf den Spot drauf. So, es wird ja einfach nur geprefired. Oh, und das wird zeitlich nicht mehr reichen und auch von den Kills her nicht mehr funktionieren. Das sind drei Runden bei Fnatic. Schade, man hat nochmal das Potenzial gesehen, in diese Partie irgendwie reinzukommen. Aber Optic findet genau im richtigen Moment nochmal den Punkt, um zurückzuschlagen. Wir machen aber eine ganz kurze Pause, sind gleich wieder da. Live mit der ESL Pro League, der Gruppenphase Nummer 2. Bleibt auf jeden Fall dran. Es geht gleich weiter mit das 2.
Ja, wir sind wieder zurück live hier mit der ESL Pro League und das am Spieltag Nummer 1 der Gruppe A in der Gruppenphase 2. Fnatic steht kurz davor, wahrscheinlich diese Partie nach einer sehr starken ersten Hälfte von den Jungs von Optic zu verlieren. Einfach das Geld zu mächtig auch gewesen bei Optic auf der T-Seite und dann wird man auch mal schnell zum Momentum des Todes. Das hat auf jeden Fall Optik hier bewiesen, in jeder Runde oder fast förmlich in jeder Runde Geld gehabt und dann fängt es gleich hier direkt wieder so an. Ja, schreit nach der nächsten Pistol Round, die Optik gewinnen könnte. Wäre Runde Nummer 5. Kleiner Fun Fact. So, es geht nach vorne. Mal gucken, was man hier machen kann. Na, sieht nicht gut aus. Na, Snappy. Also, die Suche nach den Kills, die Suche nach Informationen. Ja, das sieht nicht gut aus für Optik. Die haben es hier zumindest erstmal versucht gegenzuhalten, aber ganz hat es nicht funktioniert. So, jetzt hat man halt eine 3 gegen 2 Situation. Es geht nach vorne. So, sucht den Kill und da kann man mit der Pistole überzeugen. Also, den Vorteil, den können sie diesmal hier ausspielen. Klar, Optik da mit einer guten Situation, mit einem ersten Kill in der Mitte. Aber Fnatic kann das hier sehr, sehr schnell wieder regeln und sehr schnell wieder unter Kontrolle bekommen. Und schon hat man die Runde hier für sich entscheiden können. Besonders der Tempowechsel Richtung B hat hier wunderbar funktioniert. So, kann Snappy auch nicht mehr viel machen. Schöner Kill dann von Pollen. Jetzt weiß man auch, warum man gerne mal eine P250 kauft. Also, das Comeback. Ist das nochmal real von Fnatic? Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall sehen wir bei den Jungs von Optik auch nochmal den Force bei. So, es geht nach vorne. Ja, es ist natürlich sehr, sehr schwierig eigentlich, das runterzuspielen, aber trotzdem hat Fnatic hier gerade arge Probleme. Besonders gegen die UMP und gegen Nico da an der Pistole unglaublich reingeschissen. So, Config auch nochmal mit ein bisschen Schaden. Und Twist und Exist müssen hier die 2 gegen 4 Situation irgendwie ausspielen. So, jetzt wird es problematisch für sie. So, Config auch schon im Hintergrund zusammen mit der Pistole und damit ist nur Exist und der ist bekannt über kurz. Config aimt hier schon den Winkel an. Exist versucht nochmal gegenzuhalten. Die Flashbang kommt rein. Oh, das ist zu viel für Exist und das ist die 13. Runde für Optic Gaming. Also die Dänen schlagen hier direkt wieder zu und können, ja, im Nachgang wieder die Spielvorteile für sich erarbeiten. Und das ist natürlich bitter, bitter, unglaublich bitter für Fnatic. Ja. 20 Kills bei Config. Das ist so der Scoreboard-Leader. Ja, und auf der anderen Seite vorbei Fnatic läuft es nicht so ganz. Also, da wird man sich wohl übel am morgigen Tag ein wenig zusammenreißen müssen. Weil ansonsten stehen hier echt die Finals auf der Kippe. So, Flashbang wird hier noch nicht reingeschmissen. Bei Fnatic ist es nochmal eine Sparrunde, nochmal ein paar Pistolen, nochmal eine Scout. Nochmal versucht man hier zumindest irgendwie in dieser Runde Nummer 18 etwas Grundschaden zu setzen, vielleicht die eine oder andere Waffe rauszunehmen, weil die Runden waren immer sehr, sehr teuer. Fnatic wieder im Forceball. Was willst du sonst in der Situation machen? Du willst natürlich den Gegner so früh es geht nochmal in dieser Partie stören. Irgendwie natürlich auch die Halbzeit nochmal auf deine Seite holen. Aber du bist halt im Waffennachteil und musst das Risiko mit Pistolen eingehen. So, der Spieler wurde gesehen, da aimt man jetzt weiter an. Config darf sie nicht übertreiben. Wie schnell ist die Rotation da? Sie dauert noch. In der Mitte kann man den Kill setzen. Aber GW mit der Doppelschelle auf dem B-Spot. Nico nochmal mit der Antwort. 3 gegen 3 Situation. Sie kommen Richtung Spot durch. Das Duell wird von GW gesucht. Und er kann hier mit 3K den kompletten Spot aufreißen. Und die Runde ist fast vorbei. Optic Gaming scheitert hier an
JW. Wer kennt ihn nicht, den großen JW? Ja. Nein, sehr stark von JW gespielt. Doppelschelle an der Pistole und dann noch den Kill gegen den Spieler oben Richtung Fenster. Bitter. Richtig bitter für Optik, aber natürlich gut für Fnatic, um in die Partie nochmal hineinzukommen mit so einer Runde. Tödlich und effizient Richtung B gearbeitet. So, Schaden kann hier aber trotzdem von Snappy nochmal gesetzt werden. So, geprefired wird schon mal. So, JW über alle Berge. Wichtige Runde. Sehr, sehr wichtige Runde für Fnatic. So, und wie gesagt, es ist nicht das Ausscheiden. Wir dürfen es nicht vergessen. Das ist nur der erste Spieltag, den die Teams haben. Drei Stück gibt es insgesamt. Round-Robin-System. Jeder spielt gegen jeden. Und am Ende zählt natürlich auch der direkte Vergleich. Und natürlich auch jeder Sieg. BO3. So, 5 zu 13. Na? JW. Ja, keine Probleme. Ist natürlich jetzt auch so ein bisschen den Umbruch, den Fnatic einleiten kann. Na, gut gemacht. Snappy. Also da gibt es nochmal eine Antwort. Die also eine M4. Könnte auf jeden Fall ein Segen sein. Dann kommt nochmal ein paar Waffen ran. Damit sieht das so gar nicht mehr so schlecht aus für Optic Gaming. Also die Dänen haben hier eine 4 gegen 4 Situation. Es geht über lang und das könnte jetzt natürlich für Fnatic mit der Flashbang gut zu lösen sein. So, Config. Nummer 1 plus Snappy. Config nochmal im Nachgang. Config! Jawohl! Config entscheidet die Runde aus dem Nichts. Vom Spot aus. 40 HP am Ende. Aber was eine Wucht da gerade von Config auf dem Spot abgerissen wurde. Sehr stark. Und was ein Backup von Snappy. ...5 zu 14. Und jetzt sieht es natürlich extrem bescheiden für Fnatic aus. 5 Runden, kein Geld. 14 Runden bei Optik, wenn man jetzt irgendwie das Wunder wieder von JW auspackt. Dann sieht es unglaublich schlecht aus. So, es geht erstmal langsam in die Mitte. JW und Borland, beide mit AK ausgestattet. Beide auf der Suche nach den ersten Kills und nach den ersten Informationen. So, und damit geht es jetzt wohl über die Mitte. Also Fnatic versucht es kompakt nochmal mit der Öffnung über die Mitte zu spielen. So, Flashbang wird hier reinkommen gegen Kante. Zieht hier direkt instant rein, versucht den Gegner natürlich auf Close Distance zu finden. Nico und Config versuchen hier ein Kreuzfeuer aufzubauen. Da sind sie schon Richtung Mitte raus. Ja, werden aber hier von dem Molotow gut zurückgedrängt. 68 HP bleiben JW noch über. Also, die Schweden stehen kurz davor, Safe Call in die Overtime gehen zu müssen. Wenn in der Runde nicht nochmal irgendwas gegenkommt. So, was kann man hier machen? So, es geht nach vorne. Also, über die Mitte soll es gehen. Zack, da kann Config mit dem ersten aushelfen. Der zweite direkt hinterher, also am Kreuzfeuer. Gibt es hier nicht zu rütteln. Das war's. 15 zu 5. Optik könnte hier die Sensation gelingen. Und wirklich gegen Fnatic am Ende als Sieger herausgehen. Wichtige, wichtige Partie, die Optic Gaming dann natürlich auch mitnehmen kann. Dürfen nicht vergessen, sie gehen jetzt nicht gerade als Favorit in der Gruppe hinein. Und sich gegen Fnatic durchzusetzen, wäre auf jeden Fall schon mal, ja, ein wichtiger Schritt in Richtung Finals nach Frankreich. So, Fnatic, nochmal mit dem Force-Buy. Soll es das hier jetzt gewesen sein? Es ist gerade auch ein super starker Config, der an der Rifle absolut überzeugen kann. Die Frage ist, wird das jetzt hier auch in der letzten Runde nochmal zutreffen oder findet Fnatic nochmal irgendwie genau die richtigen Akzente, um die Partie nochmal zu kippen?
irgendwie die Overtime zu bringen. Sie kommen auf jeden Fall Richtung kurz durch. Das ist ein Anfang. So, sie haben immer noch einen Spieler Richtung lang stehen. Können die Bombe Richtung kurz planten. Sie haben trotzdem die Waffen. Die fehlen ihnen. So, JW wieder an der Scout. Wo hat der ausgeholfen? Und zwar irgendwo Richtung lang. JW nochmal mit der Antwort. Da liegt jetzt am Refresh. 3 gegen 1 Situation. So schnell bricht das Ding hier zusammen. Refresh. Das war der Headshot. Einen HP hat er noch übrig. Nein, hier in der Damage lässt grüßen. Wo ist der letzte Spieler? Das ist nämlich JW an der AK. Und es ist wieder JW, der die Runde entscheidet. Oh, unglaublich bitter. Geht nach vorne. Refresh sucht. JW sitzt einfach nur hinter der Box. Und da wird Refresh natürlich jetzt versuchen, nochmal anzufaken. Wird dir aber nicht gelingen. Und dann ist JW mit einem 3K, der sein Team weiterhin am Leben hält. So, 6 zu 15. Nächste Pistol Round für Optic Gaming. Also nochmal vielleicht der Umschwung für die Jungs von Fnatic. Mal schauen, ob man das hier irgendwie bewältigen kann. Zumindest hier in der Mitte nochmal den Versuch, ein bisschen Schaden zu setzen. Tja, Schaden kann man auf jeden Fall setzen. Trotzdem hat man eine 3 gegen 1 Situation. Mit 48 HP in die Hüfte von Nico. Also, noch ist es nicht vorbei. 7 zu 15. Geht nach vorne, nächste Runde für Optik. Vielleicht jetzt die entscheidende Runde. Richtung lang kann man auf jeden Fall die Spieler direkt aufhalten. Also Fnatic versucht das Tempo anzuziehen Richtung lang und Richtung kurz. Ja, Optik belohnt sich selber. Da hast du keine Lust mehr, ne? Da siehst du den einfachen Kill vor deinen Augen und kriegst trotzdem ins Gesicht geschossen. So. Ist natürlich jetzt ein dicker, dicker Vorteil. Ganz, ganz dicke Schelle da von Config. Und vielleicht gerade einer auch der, die daran maßgeblich beteiligt sind, dass man diese Partie am Ende auf das 2 gewinnen kann. 4 gegen 2 Situation. Eine Runde Optik, die sie noch benötigen. So, die Dänen. Was können sie hier tun? Config schon über kurz unterwegs. Den ersten sollte er ohne Problem bekommen. Damit geht die Bombe down. Den zweiten sucht man noch. Grimms steht da. Grimms ist bekannt. Und damit gewinnen sie. Sie gewinnen gegen Fnatic, den Favoriten der Gruppe A. So, und da muss man einfach sagen, das war über viele Etappen wirklich sehr, sehr gut von Config und Co. gespielt. Also da braucht Optik sich nicht irgendwie zu verstecken. Fnatic an diesem Tag nicht ganz auf der Höhe der Zeit, so wie es wir gesehen haben, zum Beispiel bei der IM Sydney. Man hat Probleme, BO3s wirklich schnell zuzumachen oder BO3s dann auch wirklich mal solide mit 2:0 zu gewinnen, aber es ist noch nichts vorbei. Fnatic ist nicht rausgeflogen. Genauso ist ein Optic Gaming noch nicht weiter. Aber den ersten Schritt durch die Tür für die Finals nach Frankreich, die haben sie auf jeden Fall gelegt. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt nochmal eine ganz kurze Pause. Und dann sind wir gleich wieder da. Und zwar hier live mit der SL Pro League. Und zwar mit unserem zweiten Spiel. Dafür gehen wir gleich in eine ganz kurze Pause. Vorher aber nochmal ganz kurz für euch natürlich die Übersicht. Wir haben nämlich noch die Jungs von TESS gegen die Boys von den Hellraisers. Also das neu zusammen formierte Hellraisers darf gegen die Aristokraten spielen. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, was Onkel TESS vorbereitet hat gegen Oscar und Co. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Machen jetzt aber erstmal eine ganz kurze Pause und dann sind wir auch gleich wieder zurück mit der Voranalyse und natürlich mit der nächsten Partie. Bleibt auf jeden Fall dran, hier live auf 19 Damage mit der Pro League. Wir haben noch einen BO3 für euch und dann geht es morgen weiter, wieder ab 18:25 Uhr. Also, ich bin gespannt. Bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich.